Einen schönen guten Morgen. Ich grüße euch aus dem Service Center hier in Landau bei der Firma Karatec. Ich möchte euch heute unsere neuen Smart TVs vorstellen, die wir explizit für Wohnmobile, Kastenwägen oder auch Wohnwägen konzipiert haben. Das heißt, die neuen Smart TVs kriegt ihr in vier unterschiedlichen Größen, angefangen beim 22 Zoll, 24, 27 Zoll, eine außergewöhnliche Größe mittlerweile, und den klassischen 32 Zöller. Die Geräte sind alle ausgestattet mit sämtlichen Tunern für Kabelfernsehen, DVB-T und auch Satellitenfernsehen. Zudem haben wir ganz neu bei den Geräten das WebOS oder die WebOS-Oberfläche für die Smart-Anwendung von der Firma LG. Diesbezüglich auch entsprechende neue Fernbedienung, die ihr vielleicht von den LG-Fernsehen her kennt. Ich kann mit der Fernbedienung die Geräte einmal klassisch über eine Tastenkombination bedienen oder auch über diese Mauszeiger- oder Cursor-Funktion ganz bequem bedienbar. Und die Geräte möchte ich euch heute einfach mal vorstellen. Ich zeige euch die Funktionen an dem 32-Zoll-Gerät einmal ganz kurz, was euch da erwartet und was das Gerät alles kann. Ich habe eben schon die WebOS-Oberfläche für die Smart-Funktion angesprochen, die zeige ich euch mal ganz kurz etwas genauer. Ihr seht hier unten schon eine entsprechende Darstellung von vorinstallierten Apps, unter anderem die Klassiker wie Netflix, YouTube, Prime Video beispielsweise oder auch Disney Plus oder Apple TV. Ihr könnt natürlich dann auch eure Lieblings-Apps runterladen im WebOS-eigenen App Store. Dazu benötigt es einmal eine Anmeldung bei dem LG Web Store. Da könnt ihr über eure E-Mail-Adresse und den Benutzernamen einfach ein Konto anlegen, ähnlich wie ihr es von Netflix oder Amazon Prime kennt beispielsweise, und könnt euch dann diverse Apps runterladen, wie Mediatheken von Arte, ZDF, ARD, Spotify ist möglich, um so eure ganz eigene Benutzeroberfläche darzustellen. Bedienen kann ich das Ganze zum einen, wie ich finde, über diese coole Cursor-Funktion. Das heißt, ihr könnt hier mit dem Mauszeiger einmal auf die entsprechende Variante fahren und das dann einfach durch Knopfdruck bestätigen. Und dann seid ihr auch schon automatisch drin in der Anwendung. Könnt natürlich dann über eine Tastatur ganz flink über die einzelnen Buchstaben huschen und somit einfach ganz, ganz schnell eure Daten, Benutzernamen, E-Mails etc. eingeben. Dann kann ich natürlich auch wieder zurück und kann hier auf Unterhaltung, auf Spiel, Nachrichten, unterschiedlich gegliederten Apps zugreifen. Ja, das ganz Besondere an dem Smart TV ist, dass wir das Smart nicht mehr extern über einen Stick generieren, beispielsweise über einen Amazon Fire TV Stick oder sowas. Nein, die Smart-Funktion ist tatsächlich fest im Fernseher drin, eben über das WebOS. Somit habe ich A, keine zusätzlichen Geräte, die ich über HDMI, USB anschließen muss. Ich habe keine zusätzliche Fernbedienung mehr, kann ich alles schick schön über die eigene TV-Fernbedienung bedienen. Somit natürlich ein deutlich größerer Komfort. Ich belege keinen HDMI-Anschluss unnötig, keinen USB-Anschluss, sondern habe diese Anschlussterminals frei für weitere Geräte, die ich da andocken möchte. Apple TV meinetwegen oder ein externes Gerät. Unsere Smart TVs gibt es, wie schon angesprochen, in vier unterschiedlichen Größen, 22, 24, 27 und 32 Zoll, sodass für jedes Fahrzeug, jeder Wohnwagen da eine passende Größe mit dabei ist. Passen natürlich dann auch unsere TV-Halter in allen Ausführungen dazu. Ganz besonders, was den Ton betrifft, Soundbar passt bei den Fernsehern explizit mit dran. Und das Besondere ist, ich kann die Fernseher auch mittels Bluetooth entweder mit einem Bluetooth-Kopfhörer koppeln, um den Ton vom Fernseher über Kopfhörer zu hören. Ich kann natürlich auch einen Bluetooth-Lautsprecher, wenn ihr eine Bose Soundlink oder ein JBL oder sowas habt, damit koppeln, ganz einfach. Oder dann auch künftig mit unserer sogenannten BeatSnake-Lautsprecher. Dazu gibt es dann nochmal ein gesondertes Video dazu, könnt ihr euch auch nochmal informieren. Die Fernseher sind alle über 12 und 24 Volt zu betreiben, also auch im LKW einsetzbar. Und wir haben uns diesbezüglich auch für ein schickeres Design entschieden im Vergleich zu der vorhergehenden Serie. Zum einen mal das rahmenlose Design, seht ihr hier ganz schön mit einer silbernen Abschlussleiste hier unten, ist, glaube ich, ganz schick geworden. Zu unseren Smart TVs gibt es natürlich auch die passenden TV-Halter für alle Möglichkeiten. Die zeige ich euch mal auf der anderen Seite der Wand. Wir haben hier selbstentwickelte TV-Wandhalterungen. Jeder von den Haltern ist explizit verriegelbar. Das heißt, ihr könnt den Fernseher auch mittels dem Halter verriegeln, dass da während der Fahrt das Fernsehgerät da nicht irgendwie ausschlägt und
irgendwo gegenhaut. Die Halterung gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, Länge, unterschiedliche Drehpunkte, die ihr da haben könnt. Wir haben einen seitlichen Auszug, der extrem weit auslädt, sodass ich den Fernseher auch um 180 Grad drehen kann, um von hinten mal zu schauen. Das Ganze kann ich auch kombinieren mit einer entsprechenden Adaptionsplatte, um den Fernseher auch hochkant zu positionieren. Ist oftmals echt ein Problemlöser, wenn das TV-Gerät eben nur hochkant dorthin passt, wo er hin soll. Da gibt es für jeden Einsatzbereich den richtigen Halter. Ich hatte vorhin die Empfangsmöglichkeiten vom TV angesprochen. Ihr habt da neben dem typischen Kabel- oder DVB-T-Tuner natürlich auch einen SAT-Tuner drin für den Anschluss einer SAT-Anlage. Auch da bieten wir entsprechend vollautomatische SAT-Anlagen an, die ich über den Fernseher betreiben kann, sodass ihr auch überall in Europa eure gewohnten TV-Programme schauen könnt. Unabhängig davon, WebOS, smartfähig, bedarf natürlich auch einer Internet- oder einen Internetzugang, generiert über unsere CET-Router-Sets. Die findet ihr dann im entsprechend verlinkten Video. Zu guter Letzt möchte ich euch noch sagen, die Fernsehgeräte könnt ihr bei jedem unserer Händler beziehen. Ihr könnt sie online bei unseren Online-Partner bestellen. Natürlich auch die passenden Halter, die SAT-Anlage, Router-Set kriegt ihr bei eurem Händler eingebaut. Oder natürlich auch auf Wunsch bei uns hier in Landau im Service-Center. Wenn ihr dazu noch Fragen habt zum Produkt, ob ihr einen Termin vereinbaren möchtet, wie auch immer, meldet euch unter den eingeblendeten Kontaktdaten.